Beim Pilgern kann man, glaube ich, viel lernen. Erstens einmal, dass man mit ganz wenig auskommen kann. Man muss ja das Gepäck, das man mitnimmt, selber tragen. Und deshalb wird man das sehr genau überlegen, was man mitnimmt, um möglichst mit wenig Last unterwegs zu sein. Bescheiden wird man, einfach wird man durch das Pilgern und gleichzeitig beginnt eine Wertigkeit zu zählen, mit der man vielleicht gar nicht so sehr gerechnet hat, dass nämlich wir Menschen natürlich auch geistig seelische Menschen sind, die fünf Sinne haben. Um innere Einkehr, um innere Ruhe bei sich zu finden. Und ich sage auch immer, Pilgern ist keine Sportveranstaltung, sondern Pilgern ist Weitwandern mit spirituellem Tiefgang. Unser Pilgerkreuz, das wir bei Gruppenwanderungen gerne mitnehmen, zeigt unser Kirchturmkreuz, aber auf dem Ende des Kreuzes sind jeweils Kugeln angebracht, die fünf Sinne. Man lernt neu schmecken, riechen, tasten, sehen, schauen, hören. Also all diese Dinge helfen uns ja, den eigentlichen Wert des Lebens zu erkennen. Der Benediktweg ist ein Pilgerweg, der in seinem Kernstück von Spital am Bürn nach St. Paul führte und führt, anlässlich der 200-Jahr-Wiederbesiedlung des Stiftes St. Paul eingerichtet. Er verbindet große Klöster im Bereich der Steiermark und Kärntens, also Admont, Seckau und St. Paul, hat natürlich eine Erweiterung erfahren nach Gornigrad in Slowenien, einem ehemaligen Benediktinerkloster, und hat eine größere europäische Dimension, die also von Süditalien, von Monte Cassino bis nach Schottland, Blaskaden führt. Also vor 13 Jahren hatten wir noch nicht das Gefühl, dass dieses Projekt, das wir beginnen, so trendig wird. Und wir staunen ständig, dass das Pilgern zunimmt, natürlich je bekannter auch der Weg ist, staunen darüber, wie viele Menschen sich auf einem Pilgerweg bewegen, gerade in Zeiten wie diesen nach dem Jahr 2020, wo Auslandsreisen und Ähnliches nicht möglich ist, aber Pilgern ist eine sehr, sehr billige Art und Weise, Urlaub zu machen und gleichzeitig mit einem unglaublichen Ertrag an persönlichen Erfahrungen und Möglichkeiten. Also was man fürs Pilgern braucht, ist vor allem den ersten Schritt zu tun. Das heißt, ich muss mich bereit finden. Denn Pilgern kann, vor allem wenn man 30 und mehr Kilometer am Tag geht, sehr anstrengend werden. Man muss sich vielleicht nicht jetzt besonders sportlich vorbereiten, aber jede Pilgerschaft beginnt, glaube ich, auch im Kopf. Ansonsten würde ich sagen, braucht man sehr wenig. Denn erstens muss man es selber tragen und zweitens, wenn man wirklich was dringend braucht, kann man es überall bekommen. Wir gehen zwar durch die Natur, aber wir kommen immer wieder wo an, wo wir nächtigen, wo wir bleiben, und dort kann ich alles bekommen, was ich brauche. Mir liegt am Herzen dieses Projekt, weil wir aus der Geschichte wissen, dass Europa durch die Benediktinermönche im 7. Jahrhundert missioniert wurde. Und zweitens einmal, weil natürlich als Benediktiner wir die Dimension der Gastfreundschaft in besonderer Weise zum Ausdruck bringen möchten. Deshalb nennt sich der Untertitel dieses Benedikt-Pilgerweg-Projektes von Kloster zu Kloster. Das heißt also, wir versuchten, alle klösterlichen Einrichtungen anzusprechen und sie zu bitten, mitzuhelfen, dass so etwas wie eine Gastfreundschaft, eine Kultur der Gastfreundschaft auch durch Europa hindurchzieht und gepflegt wird. Also Sankt Corona, das ist die Heilige, die unter anderem für die Seuchen zuständig ist. Und ich glaube, man sollte sich nicht abhalten lassen dadurch. Natürlich sind Wanderungen in der Gruppe
zu vermeiden. Da gibt es eben die entsprechenden Verordnungen dafür. Aber alleine sich auf den Weg zu machen oder mit einem Partner, mit dem man tagtäglich zusammen ist, das geht immer. Und ich glaube, gerade in diesen Zeiten ergibt sich die Möglichkeit, darüber nachzudenken, wo kommt das alles her? Ist es das Resultat einer unverschämten Konsumgesellschaft, die nur nimmt, nur immer mehr verlangt? Ist es dann nicht vielleicht auch gut, einmal zurückzugehen, einen Schritt zurückzumachen und sich wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren?